Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und heute habe ich das Unboxing der aktuellen Glossybox für euch. Wenn ihr wissen möchtet, was in meiner Box so Schönes drin ist, bleibt gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Die Glossybox ist eine Abo-Box, die monatlich zu euch nach Hause kommt. Ihr bezahlt dafür 12,50 Euro bis 15 Euro pro Box, je nachdem welche Abolänge ihr wählt, und ihr bekommt dann immer 5 Beauty-Produkte nach Hause. Alle Infos schreibe ich euch natürlich wie immer unten in die Infos rein und jetzt schauen wir einmal uns die Box an. Sie kommt in diesem Monat im ganz klassischen Design daher, dieses typische Glossybox Rosa, und manchmal haben wir ja da so ein schönes Special-Design, jetzt in diesem Monat nicht. Ich nehme den Deckel einmal ab. Und dann zeige ich euch einmal den Blick in die Box. Das sieht dann einmal so aus. Wir haben hier ein Magazin, da blättern wir gleich mal rein. Und hier seht ihr den ersten Blick auf die Produkte. Ein ziemlich großes überdeckt den ganzen Rest. Und hier seht ihr sie jetzt einmal. Da sind echt große Größen dabei. Und ich glaube etwas von Rituals. Das finde ich mega cool. Wir schauen jetzt aber zunächst einmal hier in das Magazin hinein. Poolside Paradise Edition ist das Thema für diesen Monat. Das haben sie auch im letzten Monat schon verraten. Und ich stelle mir darunter etwas vor wie Sonnenschutz, Paradise, erinnert mich so an Karibik, vielleicht ist etwas mit Kokosnuss dabei, das würde mich irgendwie freuen. Und wir lesen uns jetzt einmal den einleitenden Text dazu durch. Tauche ein in den Sommer mit deiner Poolside Paradise Edition. Wir brauchen Wasser, denn Wasser hält uns nicht nur schön und gesund, sondern ist überlebenswichtig. Wir bestehen zu etwa 60% aus Wasser und müssen unsere Zellen, besonders jetzt in der warmen Jahreszeit, hydratisiert halten. Was dir dabei hilft, ist Trinken. Ab und zu mal in den See, Pool oder auch in der Wanne abtauchen. Und natürlich eine feuchtigkeitsreiche Beauty-Routine. Darum kümmern sich die Must-Haves aus unserer Poolside Paradise Edition. Wertvolle Feuchtigkeit und Pflege für deinen Body gibt es dank eines der Produkt-Highlights von Rituals. Sehr cool. Freu dich auf das. Jetzt verraten sie hier schon wieder alles. Ich lese nicht weiter. Wir gucken uns das jetzt einmal direkt an. Am Ende gehen wir hier auch einmal das Heft durch und schauen uns mal die Alternativprodukte an. Denn die Glossybox verschickt jeden Monat verschiedene Editionen und jeder kann einen etwas anderen Inhalt haben. So grundsätzlich soll das auf das Beauty-Profil angepasst sein, was man dort anlegen kann. Aber ich habe schon oft gehört, dass das oftmals auch nicht hinhaut und so richtig funktioniert. Ich muss sagen, bisher hat es bei mir immer ganz gut geklappt. Wir haben jetzt hier einmal das erste Produkt. Das ist von Garnier Skin Active. Ein neues Produkt scheint das zu sein. Hyaluron-Shoot Fresh Mix Tuchmaske. Polstert auf und glättet die Haut. Gut, also wir haben hier nicht wie sonst eine bereits getränkte Tuchmaske, sondern einfach beides separat, würde ich jetzt fast sagen. Eine feuchtigkeitsspendende Maske finde ich grundsätzlich immer gut, verwende ich regelmäßig und gerne. Ich habe auch bisher gute Erfahrungen mit der Marke Garnier gemacht. Da kann ich euch auch insbesondere die Augentuchmasken empfehlen. Die haben so besondere Formen auch teilweise, liegen gut auf der Haut und machen auch effektiv was. Jetzt schauen wir uns mal das nächste Produkt an und ja, wir haben hier einen Sonnenschutz drin und damit habe ich ja ganz fest gerechnet. Das ist von Lavozone, ein Sensitiv-Sonnenspray mit einem Lichtschutzfaktor von 50 und das finde ich genial. Das werden wir, also wie die ganze Familie, mein Sohn, ich, mein Mann, werden wir verwenden. Denn ich glaube, dadurch, dass es sensitiv ist, ist es auch wirklich gut für Kinder geeignet und durch die Sprühfunktion ist es perfekt. Ich mag solche Sonnenschutzprodukte am liebsten als Sprays, darum finde ich das wirklich ganz toll. 50 besser geht nicht, außer 50 plus, aber 50 reicht mir persönlich super aus. Es ist ein Sofortschutz, der auch noch wasserfest ist, das ist praktisch und bietet auch noch 24 Stunden Feuchtigkeit. Da ist ein IRA-Zellschutz mit drin und hier sind auch keine Parfüme mit enthalten. Also ich finde es mega. Ich habe damit in der Art ja auch gerechnet, irgendwie auch gehofft, weil ich habe extra noch keinen Sonnenschutz dieses Jahr so für den Körper gekauft, weil ich ganz fest davon ausgegangen bin, dass ich noch ein passendes Produkt in einer Box haben werde. Und jetzt kommen wir mal zu dem Produkt, was auch angeteasert wurde und was ich auch schon direkt beim Öffnen gesehen habe. Hier haben wir von Rituals ein Produkt aus der Reihe The Ritual of Mehr. Diese Reihe hat die Happy Buddha Reihe abgelöst, sag ich mal. Letztendlich ist es das gleiche vom Duft und auch das gleiche vom
Produkt, aber eben ein anderes Packaging und eine andere Bezeichnung. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, denn ich mochte diese Bezeichnung Happy Buddha. Ich fand das so schön von der Bezeichnung. Das neue Packaging sieht etwas edler aus, muss ich sagen. Gefällt mir optisch einfach ganz gut mit diesem Golddesign. Grundsätzlich ist diese Reihe The Ritual of Meer mit süßer Orange und Zedernholz eine schöne, ja, fruchtige Kombination, aber sehr einmalig irgendwie. Also nicht fruchtig süß, sondern durch das Zedernholz einfach was ganz Schönes. Ich habe gute Erfahrungen auch mit diesen Reinigungsschäumen gehabt. Sie sind sehr ergiebig, reinigen gut den Körper. Ich empfinde den Duft immer als etwas Besonderes. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt haben wir hier ein Spray von La Roche-Posay. Das finde ich ja auch heftig, denn das ist eine ziemlich gute Marke, eine französische Marke. Ein Tolerian Ultra 8. Ein beruhigendes feuchtigkeitsspendendes Konzentrat ist das mit 0% Parfüm, Duftstoffen und 100 Milliliter sind hier drin. Ich glaube, das ist sowas, was man zum Beispiel einfach tagsüber zwischendurch zum Erfrischen nehmen kann. Oder ja, es soll ja beruhigen und feuchtigkeitsspenden einfach wie ein Toner verwenden kann. Nach der Reinigung vor der Pflege so als Zwischenschritt, das finde ich ganz gut. Ohne Duftstoffe finde ich auch gut, wobei ich persönlich da nichts dagegen hätte, wenn solche Produkte auch nach etwas Schönem riechen. 100 Milliliter, habe ich glaube ich schon gesagt, sind hier drin. Ich habe keine Preisvorstellung, das werde ich dann auch erst nachher sehen. Jetzt haben wir hier noch zwei Produkte. Das eine sieht einfach mal richtig schön türkisblau aus. Es ist wie so Wasser hier abgebildet. Plum and Poppy, eine Curl and Volume Mascara. Das ist sehr cool. Und die Marke sagt mir gar nichts. Ich glaube, das packen wir einfach mal aus. Das ist eine wasserfeste Mascara. Das wäre cool. Denn da brauche ich nämlich Ersatz, weil ich gerne wasserfeste Mascara für die unteren Wimpern verwende. So, hier geht's auf. Okay, schade, dass das Packaging jetzt nicht auch in diesem schönen Türkis ist, aber egal. Ich finde es toll, dass wir hier mal eine andere Marke drin haben. Hier sind 8 Milliliter Produkt drin und sonst steht hier leider nicht viel mehr drauf. Wir gucken nachher gleich mal in das Heft. Schade, dass hier nicht drauf steht, ob wasserfest oder nicht. Na gut, wir gucken uns jetzt mal noch das letzte Produkt an und das sieht irgendwie auch ganz süß aus vom Packaging. KNDR Beauty Mood Changing. Ein Lippenöl ist das. Ein, ja, durch den pH-Wert veränderndes, feuchtigkeitsspendendes Lippenöl mit 2,5 Millilitern. Es gibt ja ganz viele so Lippenstifte und sowas, die eben die Farbe entsprechend des eigenen pH-Wertes anpassen. Bei mir kommt meistens ein sehr rosaner Ton heraus. Ich finde es irgendwie passend für so eine Box und so einen Lipgloss, der die Farbe verändert, hatte ich auch noch nicht. Das riecht süß, sehr süß, aber irgendwie lecker. Ich glaube, Vanille ist das. Doch, Vanille. Okay, erstmal ist es transparent. Aber jetzt sieht man schon die Veränderung. Seht ihr das? Wahnsinn, wie schnell. Also hier war jetzt ungefähr so viel Produkt dran, dass es für die Unterlippe gereicht hat. Oh, intensiv, oder? Ich finde sowas immer total lustig. Das Ergebnis finde ich ja mega. Ich finde, es ist eine schöne Farbe. Ich finde den Glanz total schön, weil es halt ein Lipgloss ist. Ich finde die Anwendung ein klein wenig mühselig, weil ich mehrmals ins Produkt reingehen muss, um meine kompletten Lippen damit, ja, auszumalen quasi. Aber so finde ich das total spannend und richtig cool. Wir schauen jetzt mal noch das Heftchen durch. Wir hatten nochmal kurz zusammengefasst, einmal von Rituals eine Full-Size-Größe Duschschaum, was ich mega finde. Wir hatten einen tollen Sonnenschutz als Sprüher mit einem sehr hohen Lichtschutzfaktor, finde ich auch mega. Das finde ich toll. Es passt auch für mich irgendwie zu dem Thema aufgrund des Duftes auch und aufgrund des Effektes und dem Glanz.
Ich finde auch dieses Spray von La Roche-Posay richtig toll. Feuchtigkeit brauchen wir. Wir hatten die Mascara, da schauen wir gleich nochmal, was sie zugeschrieben haben, ob die wasserfest ist. Dann würde sie sehr gut passen. Und wir hatten dann noch diese Tuchmaske. Also ich finde, es ist eine mega coole Box. Und wir blättern jetzt einmal hier noch das Magazin durch. Das Virtuous-Produkt hat jeder drin. Das finde ich toll. Das ist gleich auf der ersten Seite abgebildet. Es hätte allerdings zwei verschiedene Varianten geben können. Habe ich das überlesen? Ja. Es ist gar nicht der Reinigungsschaum. Ich habe das gar nicht so richtig gelesen. Und falls jetzt die Kamera wackelt, Pinky ist heute hier mit im Raum. Ich glaube, am Anfang hat man sie auch so ein klein bisschen gehört, weil sie auf meinem Schoß saß und sie ist jetzt einmal hier an meinem Ständer von meinem Tablet vorbeigelaufen und jetzt hat die Kamera gerade gewackelt. Ja, sag mal was, genau. Komm mal hier. Ja. Willst du was sagen, Pinky? Willst du dich mal zeigen? Die vermissen dich doch schon. Ganz viele haben schon nach dir gefragt. Na gut, ihr könnt sie hören. Also ich habe das vorhin leider übersehen. Ich war davon ausgegangen, dass es der Reinigungsschaum ist. Ist es aber gar nicht, denn es ist das Body Mousse to Oil. Also ein Reinigungsmousse, was zu einem Öl wird. Und das kenne ich noch nicht. Finde ich mega cool. Alternativ hätte es aber auch den normalen Forming, das von normale Forming Shower Gel geben können. Ja, ich bin glücklich, dass ich diese Variante habe, weil ich sie noch nicht kenne. Aber auch über das andere hätte ich mich mega gefreut. So, dann haben wir hier als zweites die Mascara abgebildet. Also wird die auch jeder haben. Verlaufende Mascara nach deinem feuchtfröhlichen Wasserspaß kannst du gar nicht gebrauchen. Dann setze auf eine wasserfeste Mascara wie diese und trage dabei zusätzlich ein gutes Gefühl auf deinen Wimpern. Denn sie verleiht diesen nicht nur einen natürlichen Look mit tollem Ausdruck, sondern ist obendrein vegan und tierversuchsfrei produziert. Finde ich mega, finde ich toll. Ich hatte sie auch gar nicht aufgemacht, weil ich mir nicht sicher war. Aber hier seht ihr auch einmal das Bürstchen. Es ist ein recht schmales Bürstchen. Perfekt für die unteren Wimpern. Dann haben wir hier schon das Lippenöl abgebildet. Es könnte also durchaus sein, dass viele diesen tollen Effekt nutzen können. Dann haben wir hier, ja genau, ach Pinky, dann haben wir hier einmal die Tuchmaske, die ich hier hatte. Dann hätte es noch einen Sonnenschutz fürs Gesicht geben können von Ultrasun mit einem Lichtschutzfaktor von 30. Ich bin happy über den Körpersonnenschutz. Dann haben wir hier abgebildet von Neutrogena Hydro Boost Aqua Gel. Das hätte auch drin sein können. Auch ein passendes Produkt, finde ich. Von Florena Fermented Skincare. Eine 24 Stunden feuchtigkeitsspendende Maske hätte auch alternativ drin sein können. Ich glaube, da ich hier die Marke nicht kenne, hätte ich mich darüber mehr gefreut als wie über diese Maske. Aber ich finde sie dennoch gut, weil es eine feuchtigkeitsspendende Maske ist. Von daher ist das schon in Ordnung so. Und jetzt kriege ich hier die letzte Seite nicht umgeblättert. Doch. Wir haben jetzt hier einmal von Sun-Ozon. Ach ja, Pinky, du lenkst mich ab. Ein Sonnenfluid sensitiv mit einem Lichtschutzfaktor von 50 auch und darunter den Sonnenschutz abgebildet, den ich in der Box hatte. Und ich bin wirklich happy, dass ich den hatte. Dann ist hier noch von De Bruyer ein After Sun Gel Aloe Vera mit abgebildet. Das hatte ich bereits einmal in einer Box und habe es auch verwendet. Darum bin ich da jetzt nicht traurig, dass es nicht drin ist, weil ich einfach gerne auch neue Dinge ausprobiere. Und das war's mit der Produktvielfalt. Sie schreiben hier noch, das erwartet dich im Juli, die Beauty Treasures Edition. Im Glossy Juli erwartet dich eine ganz besondere Überraschung, ein wahrer Beauty-Schatz in Form unserer wunderschönen Special Design Box, die wie eine echte Schatztruhe Beauty-Kostbarkeiten birgt. Lass dich von den Must-Haves verzaubern, hol dir den schönsten Glow, pflege dich happy und hülle dich in köstlichste Sommernuancen. Perfektioniere mit Hilfe deiner neu entdeckten Produktschätze deine Beauty-Routine und strahle wie ein Juwel. Die Box alleine sieht schon richtig toll aus. Ich liebe es, wenn sie so eine Special Designs machen. Und das, was sie schreiben, Glow, vielleicht ist ein Highlighter drin. Das wäre mal wieder richtig cool. Umhülle dich in köstliche Sommernuancen. Also entweder wird da eine Körperpflege drin sein, die einen besonders schönen Duft hat,
Oder vielleicht sogar ein Körperspray oder ein Parfüm, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde mich über alles, was schön duftet, freuen. Und dann haben wir hier, genau, strahle wie ein Juwel, nochmal den Hinweis auf etwas Dekoratives. Also, wir werden sehen, wir werden sie auspacken. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Falls euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr jetzt hier gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Damit verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und hier blende ich euch mal noch zwei weitere Videovorschläge ein. Klickt doch da gerne mal rein. Ich sage Tschüss, alles Liebe, eure Nicole. Hast du das Video gecrashed? Und jetzt lässt du dich hier zeigen, wo ich fertig bin mit Riemen. Musi. Wollen wir Futter machen? Brüderchen ist im Moment ein bisschen, der hat sich ein bisschen zurückgezogen. Im Moment sind wieder viele Renovierungsarbeiten hier bei uns im Haus und ich glaube, das stresst ihn ganz schön, so diese Stimmarbeiten und wenn sie da irgendwas flexen und so. Pinky ist da nicht so zurückhaltend. Ja, leg dich hin. Leg dich hin. Also, ich glaube, ich muss jetzt meine Aufmerksamkeit Pinky widmen. Und, ne, Süße? Ja, wir müssen ein bisschen schmusen. Und ich sage nochmal Tschüss.